So. Ich nehme mal an, ihr wird's auch wieder eine Verfolgung oder eine Schießerei geben. Hollywood Post Office 1653. Wieso fährt er jetzt eigentlich? Und wieso fahren wir mit der Karre? Seltsam. Also ich werde ja nichts sagen, aber Profis sind die Attentäter alle nicht, ne? Na gut, lass mich mal ran. Ich würde gerne aufräumen. So, ich werde mich dann erstmal kurz hier bedienen. Ganz in Ruhe. Ja, das sieht gut aus. Thompson ist in Ordnung. Ich gehe mal hier vor. Fahr mich nicht über den Haufen, bitte. Wo haben wir denn hier welche? Da und da, okay. So, das war's für die zwei. Bleiben noch zwei übrig. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Achso, ich bin immer noch hier in der Deckung, okay. Da war es ja nur noch einer. Und damit war es das Ganze. Wunderbar. So, was haben wir denn diesmal hier? Warum wirfst du denn die Waffe weg? Oh, der hat was in der Hand. Okay. Oh, du lebst noch, mein Freund? Tell Courtney. Ja. Bad luck. Bad luck? Worth a try. It was worth a try. Na klar doch. Hast du es geschafft? Darf ich jetzt? God. Beckets Geständnis, na dann. Polar Bear, Lenny Finkelstein, na sowas. Polar Bear Ice Company. You really did it. Wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? Nee. Ganz ehrlich. Niemals. Schon allein, weil mir Geld gar nicht so viel bedeutet und vor allem nicht auf die Art und Weise. Wenn man sich's ehrlich verdient, okay, aber nicht so. Aber in einem Amerika, in dem natürlich Reichtum alles zählt, da ist es natürlich anders. Nein, du sollst nicht das Gesicht nehmen, sondern die Jackentaschen, bitte. Komm, das ist keine barbusige Frau, die... Okay, wir können nicht an die... Gut, dann lassen wir es halt. Was ist mit den anderen Opfern? Können wir hier noch irgendwas machen? Ich denke mal, den Schalter müssen wir nicht untersuchen. Hey, was geht? Hier drüben sieht es noch ziemlich saumäßig aus. Ah, hier liegt auch noch einer. So, schauen wir doch mal. Bei dir kann ich auch mal in die Jackentasche schauen. Das ist schön. Eine weitere Liste. Treffen mit Conan Sheldon, 1640 Lord North Las Palmas, später heute Nacht. Na sowas. Like Sheldon is bringing his own fire team with him. Sheldon will es wissen, ne? So, haben wir in der anderen Tasche noch was? Nein. Okay. Mehr gibt's auch nicht. Beckett. Goldrick, Driscoll, these are good guys. They get wrapped up in this thing. Tja, wer weiß, wer weiß. Has your unwavering restraint in the face of temptation, Cole. Gut, ich werde, glaube ich, hinten an der Tankstelle geparkt. Ich werde dann mit der Kiste mal wieder losfahren. So, auf zum Treffpunkt. Werden wir doch mal schauen, was sich da ergibt. This isn't looking good. I feel like the fat kid at the back of a race. You sure it's Cohen making the hits? All fingers point his way. Your buddies are in way over their heads. Being a Marine doesn't mean shit out here. Tja, wollen wir erstmal schauen. Ich glaube ja, ich habe bald die Vermutung, dass Cohen willentlich oder wissentlich die Drogen streckt, weil er hat ja selbst gesagt, eigentlich müsste man die Leute umbringen, die süchtig sind, dass er wissentlich die Drogen streckt mit Wasser oder was auch immer er nimmt und damit den Tod der Leute riskiert, um sie umzubringen, um die Straßen sozusagen zu reinigen. Das würde ich ihm zutrauen. Treffpunkt 21:15 Uhr.
All right, let's kill these rat bastards. War eine schlaue Idee, einfach reinzugehen. So, das hast du den. Wo ist denn der andere? Ach da. Ach ja, du Zauberer, du Kleiner. Ah, da oben. Hallo, mein Kleiner. Weg mit dir. Lebt er noch? Ist ja verrückt. So, ich würde mal ganz kurz hier an das Auto gehen. Und mir mal wieder meine Waffe leihen. Ja, dankeschön. Da gerätst du unter Beschuss, mein Freund. Das tut mir äußerst leid. So. Lass mal ein Stück vorstoßen hier. Es würde mir natürlich äußerst leid tun, wenn Roy sterben würde. So, das war's für die Freunde. Ah, hallo. Ups, ich glaube, ich habe seinen Hund ein bisschen an der Wand verteilt. Das war's für ihn. Fehlt noch einer. Das lief doch ganz gut. Ach, da oben. Hallo. Haben wir die ganze Meute ausgelöscht. I'm gonna put out an APB on every one of the sons of bitches on that. APB on the car 11K. Car 11 King, come in. Car 11 King. 11K, go to Hollywood Station. Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct protocol, 11K. I'll take that as a roger. Car 11 King en route. Na gut, dann lass mal aufbrechen. Ich bin gespannt. KTI Radio. Möchtest du es vielleicht gleich von dir aus markieren? Das wäre schön. Ich glaube, wir beenden jetzt den Fall. Kommt mir zumindest so vor. So, lass mal gleich drüber heizen über die Kerle. Und dann auf, zurück zum Revier. Wo sind wir eigentlich? In welcher Ecke von Hollywood? Okay, gar nicht mal so weit weg. Na dann. Wir haben tausende Einsatzorte gehabt in dem Fall jetzt. Ist ja Wahnsinn. So, heizen wir mal nach unten und dann werden wir mal schauen, was Sheldon denn so zu sagen hat. Scheint sich ja jetzt selbst gestellt zu haben, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, die wir getötet haben, waren das jetzt die Jungs von Sheldon oder waren das die von Mickey Cohen? Denn Cohen scheint ja weggefahren zu sein, so wie ich das mitgekriegt habe, oder? Es war ein bisschen verwirrend. Roy, in my office, if you please. I'm working a major case. I'm not close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. But Cap, no buts. This is more important. Das klingt nach Geheimniskrämerei. Was macht der Captain hier? Das ist nicht der Chef vom Hollywood-Dezernat, sondern der, den wir bei der Mordkommission immer hatten. Naja, was soll's. Sheldon. Is this your attorney? No, detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolridge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. Seltsam, seltsam. Vor allen Dingen, eigentlich kennen die beiden sich doch, denn der Doktor war damals, als Roy uns zum ersten Mal in den Jazzclub geschleppt hat. Wie hieß er denn? Ich hab's gerade vergessen. Blue irgendwas. Hier, der, wo die Elsa drin arbeitet jedenfalls. Da war er doch auch anwesend und hat ihr Gesicht versorgt, nachdem ihr eine runtergehauen hatte. Oder? War das nicht so? I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. Haben wir einen Beweis, der ihn in Verbindung bringt? Wir können zumindest schon mal... Ja, Beckets Geständnis, natürlich. Ja, Beckets Geständnis. Das wird wohl das Beste sein. Ich meine, ansonsten haben wir noch... Die Notiz, ja gut, das, naja, so halb. Ich glaube, Beckets Geständnis ist besser. You're lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up, or I go after Jack for it.
And how do you prove that, Cole? Probieren wir es mit dem Geständnis. Ich denke eigentlich, das sollte passen, oder? Jack isn't smart, Phelps. None of us were. We just followed your orders. Hä? Bett, aber... Hä? Es ging doch darum, eine Verbindung zu den Toten herzustellen. Und der Typ hat... Moment, jetzt muss ich nochmal ganz kurz den Beweis mir anschauen. Beckets Geständnis. Machen wir runter hier, schneller. Sagt Courtney, Pech, es war ein Versuch wert. Was, also, was wollt ihr denn noch als Verbindung? Also, ich weiß nicht, das... Ich frag nicht nach, das Spiel... wie komme ich jetzt hier wieder raus gleich nochmal? Ich hab's vergessen. Ach so, okay. Ist mir auch egal. Ist mir wirklich egal langsam. Wenn das Spiel irgendwo eine Macke hat mit den Beweisen, ist mir wirklich mittlerweile ziemlich egal. Ich nehme es einfach hin. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. So, soll ich es jetzt nochmal damit probieren? So you don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll and Beckett to get to you? I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? Das ist doch dieselbe Frage wie gerade eben. Ich mach's jetzt nochmal mit dem Geständnis. Wenn es jetzt wieder nicht klappt, ist mir auch egal. Beckett had a message. Oh schön, heute funktioniert's auch mal. Bad luck. It was worth a try. I feel bad about Beckett, Phelps. He was a hard charger. Those guys deserve more. I don't blame them for taking their shot. Das war dieselbe Frage wie gerade vorher. So ein Unsinn. I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You or Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor, good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office, now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you were. What? Ist es jetzt soweit? You certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Sir, what is going on? You're suspended, Phelps. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures, lad. She's pressing charges. You'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it, lad? Your wife, your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun, keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. What the hell were you thinking? Ein verrücktes Ende. Ist das die Frau? Marie, listen, Marie, I need to explain. Please leave, you're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughters. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? For God's sake, Marie. Can't we at least talk? What is there to talk about? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Go away, Cole. My father has hired an attorney, and you will be hearing from him. I'd like to explain, Maria. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through! I have had reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole!
national news from American Century Broadcasting. Isn't there any... Das war ein seltsames Ende und da spinnen sogar die Audios hier rum. Was geht denn jetzt ab? Die Musik spinnt, okay. Degradiert zur Brandermittlung, oh yeah. Im Wilshire-Revier. Gut, Sittendezernat hat abgeschlossen, das heißt, wir sind jetzt Roy-los. Oh, danke schön. Du wirst wegen deiner Taten degradiert, mach dich bereit für eine Versetzung. Ein Traum. Okay, um einen Marine wie Felix dazu zu bringen, seine Kumpel zu verraten, braucht man Geschick und solide Beweise. Wer ist denn Felix gewesen? Keine Ahnung. Naja, also der Fall, ja, von mir aus, der war irgendwie seltsam, keine Ahnung. Weil keine, also ich finde, es gab keine sinnvollen Beweise und am Ende, gut, das war einfach mal wieder schwachsinnig bei der Befragung von Courtney, als es dann an die beiden Fragen ging, weil beide im Prinzip dieselbe Frage gestellt haben und man hätte den Beweis wirklich für beide benutzen können. Es ging eigentlich bei beiden darum, ob er in Verbindung stand zu den anderen und von daher verstehe ich nicht, was genau das sollte, da zwei Fragen draus zu machen. Naja gut, was soll's. Aber dass Cole jetzt da rausgeschmissen wird, gut, wir haben es ja Roy zu verdanken, dem blöden Arschloch. Und dass, ja, dass Ehebruch hier strafbar ist, finde ich auch sehr interessant. Das fand ich doch jetzt etwas ungewöhnlich. Und dass das schon reicht, um ihn dann zu feuern, fand ich auch seltsam. Vor allen Dingen, wenn wir bedenken, dass Leute wie Galloway schon in der dritten Ehe leben und wenn man sich so anhört, wie die Leute umgehen mit den Frauen, ne? Wenn wir uns auch anschauen, wie Roy die Elsa geschlagen hat zum Beispiel, schon seltsam, dass gerade Cole dann wegen sittlichem Vergehen rausgeschmissen wird. Naja, er sollte ja bloß herhalten als Sündenbock. Von daher, es hat nicht wirklich was damit zu tun, was Cole gemacht hat. Andererseits muss man auch sagen, es ist moralisch schon ziemlich verwerflich, wenn er seine Frau bescheißt. Und ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich hätte ja jetzt eigentlich erwartet, dass Cole einen anderen Beweggrund hat, zu Elsa zu gehen. Was weiß ich für einen, dass es irgendwie mit dem Krieg halt zu tun hat. Keine Ahnung wieso, was genau, dass er ihr vielleicht irgendwie helfen will oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber da er seiner Frau jetzt auch überhaupt nicht geantwortet hat, fand ich das ein bisschen komisch. Komisch, ja. Na, schauen wir mal, wie es jetzt in der Brandermittlung wird. Das wird wohl unser letztes Dezernat sein, nehme ich mal so an, oder? Denn jetzt dampft die Kacke ja schon, sag ich mal, ne? Schauen wir es uns an.